Herzlich willkommen auf Lyrella.de. Heute beschäftigen wir uns mit vollständiger Induktion. Wir wollen folgendes Problem beweisen, nämlich die Summe von 1 bis n, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis n, soll genau dieser Formel hier entsprechen, und zwar für alle n, die größer oder gleich sind wie 1. Schauen wir uns doch als erstes mal ein Beispiel an. Nehmen wir ein Beispiel n gleich 3 und schauen uns diese linke Seite an. Das heißt 1 plus 2 plus 3, das ist 6. Jetzt schauen wir uns diese rechte Seite hier an, setzen hier erstmal ein allgemeines n und dann n gleich 3 ein. Das heißt, haben wir hier 3 mal 4 gleich 2. Was auch 6 ist. Das heißt, tatsächlich für n gleich 3 gilt diese Formel hier oben. Jetzt wollen wir diese Formel aber allgemein beweisen. Und um die vollständige Induktion dazu benutzen, haben wir ein kleines Experiment vorbereitet, das ich euch jetzt zeigen möchte. So, kommen wir zu unserem kleinen Experiment. Wir haben hier CD-Hüllen aufgebaut und wir werden gleich sehen, wenn ich hier diese erste CD-Hülle anstoße, dann werden hier alle CD-Hüllen umfallen. Und das hat folgenden Grund. Wir haben hier eine erste CD-Hülle, die ich anstoßen werde. Das wird nach unserem Induktionsanfang darstellen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Beginn. Und dann haben wir etwas, das nennen wir dann später einen Induktionsschritt. Das heißt, wir sehen, dass sich diese Welle hier, dieser umfallenden CD-Hüllen hier weiter fortbreitet. Und dass jede einzelne Hülle wieder die nächste Hülle zum Umfallen bringt, und das nennen wir dann später Induktionsschritt. Das heißt, wir haben wirklich zwei Bedingungen. Wir haben erst diesen Induktionsanfang und dann haben wir diesen Induktionsschritt, und dann folgt das daraus, dass wirklich hier alle diese CD-Hüllen umfallen. Ich zeige das jetzt mal kurz. Man sieht hier wirklich, dass alle diese CD-Hüllen umfallen. Jetzt machen wir das noch an der Tafel. So, jetzt haben wir ein kleines Experiment gesehen. Jetzt wollen wir schauen, wie wir das mathematisch auch nutzen können. Dazu fangen wir an mit dem Induktionsanfang. Das heißt, wir wollen sehen, ob diese Formel hier für n gleich 1, was unserem ersten Video entspricht, auch wirklich richtig ist. Das heißt, n gleich 1. Jetzt setzen wir hier auf beiden Seiten n gleich 1 an. Hier haben wir einfach die Summe von 1 bis 1, das heißt wirklich nur einen Term. Und hier haben wir n plus 1 halbe. Und wenn wir jetzt n gleich 1 einsetzen, kriegen wir 1 mal 2 halbe. Das ist tatsächlich 1. Das heißt, der Induktionsanfang ist gut. Wir können weitergehen zum Induktionsschritt. Was unsere nächste Aufgabe ist, der Induktionsschritt dazu wollen wir erstmal festhalten, was wir eigentlich als Induktionsannahme, das heißt, was wir als Umfallen dieser Videos bezeichnen. Das heißt, wir definieren eine Induktionsannahme. Und wir sagen, dass diese Annahme, die wir hier oben, was wir zeigen wollen, dass sie tatsächlich richtig ist für n, für ein beliebiges n. Ein beliebiges, aber fixes n. Das heißt, wir nehmen an, 1 plus 2 plus 3 und so weiter, bis wir hier wieder bei n sind, ist tatsächlich das Gewünschte. Und zwar für ein beliebiges, aber fixes n größer gleich 1. Und jetzt wollen wir fortfahren und die Induktionsbehauptung stellen.
So, wir wollen jetzt beweisen, dass wenn hier diese Induktionsannahme gilt, das heißt die Aussage richtig ist für ein fixes n, dann ist die Aussage auch richtig für ein n, das also für n plus 1. Das heißt, wenn ein Video umfällt, dann fällt auch das nächste Video um. Also die Behauptung ist dann 1 plus 2 plus 3 und so weiter plus n plus n plus 1 ist dann n plus 1, da haben wir hier das n um 1 erhöht, n plus 2, da haben wir hier n plus 1 plus 1, das heißt n plus 2. Und das wollen wir jetzt beweisen. Also wir wollen den Induktionsbeweis führen. Und dazu wollen wir natürlich die Induktionsannahme benutzen. Und das geht folgendermaßen. Also wir wollen unter der Annahme, dass es für n gilt, diese Formel hier für n plus 1 beweisen. Jetzt schauen wir doch einfach mal an, was wir hier als Induktionsbehauptung aufgeschrieben haben. Also 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis n plus 1. Da sehen wir, dass wir hier, also im ersten Teil, tatsächlich genau das haben, was wir bei der Induktionsannahme schon gefordert haben. Ist hier setzen wir die Induktionsannahme ein. Da haben wir n plus 1 halbe. Setzen wir hier ein. Und haben schließlich noch den zweiten Term, der übrig bleibt. Jetzt wollen wir diese Induktionsbehauptung zeigen. Das heißt, wir wollen auf so einen Term kommen. Da sind wir fast schon so weit. Wir müssen das nur noch etwas umformen. Bringen das auf den gemeinsamen Nenner. So, dazu müssen wir diesen zweiten Teil mit 2 erweitern. Können dann diesen Term n plus 1 ausklammern. Wir erhalten hier ein n von diesem ersten Teil, hier ein 2 vom zweiten Teil. Jetzt können wir das vergleichen mit dem, was wir hier oben haben. Das ist tatsächlich genau das, was wir zeigen wollen. Das markieren wir dann ein Kästchen, das heißt, der Beweis ist damit beendet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal auf der Weiter.de.